Sony hat auf der IFA 2011 das erste Tablet S vorgestellt. In diesem Jahr 2012 präsentieren wir den Nachfolger. Das Tablet läuft jetzt unter der Smartphone-Marke Xperia, weil wir glauben, dass es eine sinnvolle Kombination ist. Der Formfaktor ist gleich geblieben, 9,4 Zoll Display, hochauflösend. Das neue Tablet ist leichter geworden. Es hat ein schickes Aluminiumgehäuse. Und die Verbindung zum Sony Entertainment Network geht schneller denn je. Das heißt, mit einem kurzen Push können Sie in die verschiedenen Stores reingehen, auf Music Unlimited, auf Video Unlimited zugreifen. Und Sie können, und so war es beim ersten Tablet auch schon, all Ihre Home-Entertainment-Geräte über die Infrarot-Schnittstelle steuern. Gehen wir in Video Unlimited rein, im Sony Entertainment Network. Dort haben wir Zugriff auf mehrere tausend Videos, ganz einfach ansteuerbar über das Tablet. Das Sony Tablet wird in verschiedenen Größen kommen, 16, 32, 34 GB. Mit 399 ist der Einstiegspreis. Es wird eine Wi-Fi und eine Switchy-Variante geben.